Eigentlich als Herz meiner Rede, aber es ist, wollte ich sagen, dass wir in der US-Friedensbewegung, auch Code Pink und alle, meinen, dass man bessere Chance hat, jetzt in Deutschland was zu stoppen, als im augenblichen Situation der USA. Und das heißt für uns, dass, weil Deutschland hat die wichtigste Militäreinrichtung für einen solchen Krieg. Und wenn Kanzler Schröder damals gesagt hat, die Einrichtung, Militäreinrichtung, dürftet er nicht benutzen für einen völkerrechtswidrigen Krieg, dann hätte er eventuell den Krieg in offenem Irak stoppen können. Und wir brauchen jetzt ein Signal von der Bundesregierung, jetzt in diesem Verhandlungsstadium, dass sie auf die Leute in Ramstein, die die ganze US-Friedensbewegung stark begrüßt, dass sie auf sie hören und dass sie auch in den Verhandlungen mit den USA sagen, nicht nur, bitte macht es mit, sondern mit uns nicht. Keine Beihilfe der deutschen Regierung für einen Krieg auf den Iran. Das ist das Stärkste auf der ganzen Welt, was passieren kann.